Mit einer Fläche von 9.251 Quadratkilometern ist Zypern nach Sizilien und Sardinien die drittgrößte Insel im Mittelmeer. Hier schlug wahrscheinlich um 1191 Isaak Komnenos nach seiner Flucht vor Richard dem I. Löwenherz sein Lager auf. Im Jahre 1210 übertrug Hugo I. von Lusignan das umliegende Land dem Johanniterorden. Um diese Zeit wurde die erste Verteidigungsanlage gebaut. Nach dem Fall von Akkon im Jahre 1291 zogen die Johanniter und Templer nach Limassol. Kolossi wurde bis zu seiner Verlegung nach Rhodos im Jahre 1310 Hauptsitz der Johanniter. Fortan war Kolossi die Kommandaria der Johanniter. Kolossi galt als wohlhabendster Besitz des Johanniterordens, der sein Geld mit der Weinkälterei und dem Anbau und der Verarbeitung von Zuckerrohr verdiente. Die Stadt entstand wahrscheinlich im 13. Jahrhundert vor Christus. Laut Strabon war Kurion eine argivische Gründung. Die erste Nennung Kurions erfolgte 673 vor Christus. Auf der Kitionstele wird sie als Kurii erwähnt. Aus Kurion stammt die älteste Inschrift, die den Gott Apollon nennt, der als Hauptgott der Stadt gilt. Sie stammt aus dem 15. Jahrhundert vor Christus. Dabei verschmolz ein lokaler Gott, der nur als Theo erscheint, mit Apollon. Die Ausgrabungen des antiken Kurion erfassten mehrere Gebäude mit zahlreichen gut erhaltenen Fußbodenmosaiken, darunter das Gladiatorenhaus, das Haus des Achilles, die Villa des Eustolios, ein Theater mit Sicht aufs Meer, eine frühchristliche Basilika und das Erdbebenhaus mit Skeletten der von einem Erdbeben überraschten menschlichen und tierischen Bewohner. Als Petra Turumio, Fels der Römer oder auch Felsen der Aphrodite, ist ein im Mittelmeer an der südwestlichen Küste Zyperns liegender Felsen bekannt, an dem gemäß einer lokalen Tradition die meerschaumgeborene Göttin Aphrodite dem Meer entstiegen ist. Mit ihren 5 Kuppeln ist das zyprisch-orthodoxe Gotteshaus neben der Kirche der heiligen Barnabas und Hilarion in Peristerona der zweite byzantinische Sakralbau dieses Typs auf Zypern. Ihr Plan geht auf die in justinianischer Zeit errichtete Johanneskirche in Ephesus und die Apostelkirche in Konstantinopel zurück.
die außerordentlich dicken Mauern tragen im Inneren Wandmalereien. Bei den ältesten Resten handelt es sich um an ikonische, rein dekorative Motive, die in die Zeit des Bildersturms im 9. Jahrhundert zurückreichen. Darüber liegt eine Freskenschicht aus dem 12. Jahrhundert, von der ein Marientod an der Nordwand des Naos am besten erhalten ist. Die St. Paulus-Säule ist in Größe und Form unauffällig. Außerdem gibt es keine historischen Beweise dafür, dass der Heilige hier geschlagen wurde. Doch allein schon die mündliche Überlieferung hat diesen Steinpfosten zu einer beliebten Attraktion gemacht. Und die herrliche Lage innerhalb der Stadt Paphos macht sie zu einem Muss in diesem Teil Zyperns. Der heutige lebhafte Yachthafen an der Südwestküste der Stadt liegt an einem der ältesten Häfen der Insel und ist wahrscheinlich der größte im hellenistischen Zypern. Er ist auch als der Hafen bekannt, von dem aus der Apostel Paulus die Insel verließ, um seine Reise durch die Ausbreitung des Christentums fortzusetzen. Der archäologische Park Paphos ist das umzäunte Ausgrabungsgebiet der antiken Stadt Paphos in der heutigen Stadt Paphos an der südwestlichen Küste Zyperns. Es umfasst circa ein Drittel der antiken Stadt. Der Bereich gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Gegründet wurde die Stadt vermutlich schon im 4. Jahrhundert vor Christus, schon bevor sie eine Stadt des Ptolemäerreichs wurde. Die erhaltenen Reste von Bauwerken stammen überwiegend aus der nachfolgenden römischen Zeit. In der Villa des Dionysos wurden in den Jahren 1962 bis 1965 besonders viele gut erhaltene Mosaike entdeckt, die zu ihrem Schutz überdacht sind. Sie beschäftigen sich mit den typischen Themen der römischen Oberschicht in der Kaiserzeit und zeigen vor allem Jagd-, Kampf- und Liebesszenen. Auch die Bezeichnung Villa des Dionysos weist nicht etwa auf den Namen des Hausherrn hin, sondern ist nach dem großen Mosaik mit Dionysos, dem griechischen Gott des Weines, benannt. Die Villa des Theseus war vermutlich der fast 10.000 Quadratmeter große Palast des römischen Statthalters. Kern des Palastes ist ein weiter Innenhof mit über 100 umliegenden kleineren Räumen. Die seit 1965 von Archäologen der Universität Warschau ausgegrabene Villa ist mutmaßlich in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus gebaut und bis ins 7. Jahrhundert bewohnt worden. Die Gräber der Nekropole bestehen aus Sandkalkstein. Sie sind sowohl als Schacht, Kammer als auch als Atriumgräber ausgeführt. Architektonisch zeigen sie griechische Formen. Die Gräber waren für Mehrfachbestattungen vorgesehen. Die rechteckigen Pfeiler oder dorischen Säulen, aus gewachsenem Fels gearbeitet, setzten sich oben in einem horizontalen, umgegliederten Gebälk
oder einem Architrav fort. In den Fels geschnittene Metopen-Triglyphenfriese bilden das Oberteil. Stufendromoi führen bei den Kammergräbern in einen rechteckigen Raum, von dem aus tunnelförmige Einlassungen, sogenannte Loculi, ausgehen, bei den Atriumgräbern in einen Innenhof mit Peristyl. Vom Peristyl wiederum führen Eingänge in Vorkammern, von denen aus ein System einzelner oder ineinander übergehender Grabkammern ausgeht. Der Ort ist für sein Silberhandwerk bekannt, das wohl bereits seit der venezianischen Zeit betrieben wird. In verschiedenen Silberschmieden und in einem Volkskundemuseum können sich Besucher darüber genauer informieren. Auffallend ist ebenfalls die Kirche Timiu Stavru oder auch Heiligkreuzkirche aus dem 13. Jahrhundert. In der Kirche befinden sich Fresken aus dem Jahr 1760. In der Krypta wird ein hölzernes, versilbertes Kreuz aufbewahrt, das angeblich ein Stück des echten Kreuzes Jesu enthalten soll. Eine weitere überregionale Bekanntheit auch bis ins Ausland hat der Ort durch seine Stickereien und Spitzen erlangt, welche als Lefkaritiko bekannt sind. Diese Tradition geht auf die Jahre zwischen 1191 und 1571 zurück, als venezianische Adelsdamen ihre Zeit im Ort mit dem Herstellen von Stickereien verbrachten und einheimische Hausbedienstete darin unterrichteten. Leonardo da Vinci soll auf einer Reise nach Zypern den Ort besucht und dabei ein hier hergestelltes Tischtuch erworben haben, welches er dem Mailänder Dom gespendet haben soll. Die Lefkaritiko wurden 2010 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Die Panagia Angeloktisti ist ein orthodoxes Kirchengebäude im Ort Chiti, der sich 11 Kilometer südlich von Larnaca befindet. Die byzantinische Kirche ist berühmt für ihr Apsismosaik aus dem 6. Jahrhundert. Das Gotteshaus befindet sich seit 2015 auf der Vorschlagsliste für die Aufnahme in das UNESCO-Welterbe. Um 1400 wurde der Kirche eine gotische Seitenkapelle zur Zeit der fränkischen Kreuzfahrerherrschaft des Hauses Lusignan auf Zypern hinzugefügt, um dem lateinischen Ritus für die Gottesdienste der herrschenden Oberschicht dienen zu können. Das byzantinische Gebäude entstand im 11. Jahrhundert als Kreuzkuppelkirche. In den Bau wurde die erhaltene Apsis einer frühchristlichen Basilika aus dem 5. Jahrhundert einbezogen, in der sich das Marienmosaik aus dem 6. Jahrhundert befindet, das die heilige Maria als Hodegetria zeigt. Diese Basilika wurde um 800 im Zuge der arabischen Invasion Zyperns zerstört.
Die Hala Sultan Tekke ist eine 1816 gebaute Moschee am gleichnamigen Salzsee. Sie liegt etwa 5 Kilometer südwestlich von Larnaca. Sie gilt als eines der wichtigsten Heiligtümer des Islam. Als die Araber 647 Zypern eroberten, war auch Hala Sultan dabei, die Tante väterlicherseits des Propheten Mohammed. Diese stürzte im späteren Hala Sultan Tekke von ihrem Maultier und verstarb. Sie wurde an Ort und Stelle bestattet und ihr Grab entwickelte sich zu einer Wallfahrtsstätte. 1760 begann Scheich Hassan den Bau einer Moschee. 1816 wurde die Moschee vervollständigt, sodass sich das Grab seitdem in einem Nebenraum des Gebäudes befindet. Später kamen Pilgerunterkünfte hinzu. Die Lazaruskirche ist ein im späten 9. Jahrhundert errichtetes Gebäude. Sie liegt in der Nähe des Hafens und ist eine griechisch-orthodoxe Kirche der autonomen Kirche von Zypern, die dem heiligen Lazarus von Bethanien geweiht ist, der hier angeblich 30 Jahre als Bischof wirkte. Es ist dies eine von wenigen Mehrkuppelkirchen byzantinischen Stils in Zypern. Zwar ist ein früherer Kirchenbau an dieser Stelle nicht belegt, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Kirche auf dem Gelände eines früheren Friedhofes errichtet wurde, wovon Ausgrabungen Zeugnis geben. Die erste Kirche dürfte die Form einer frühen, dreischiffigen christlichen Basilika gehabt haben. Die Dreiteilung der Sakristei weist auf eine Entstehungszeit nicht vor Mitte des 6. Jahrhunderts hin. Dieser Bau dürfte während der arabischen Herrschaft zwischen 649 und 965 zerstört worden sein. Am Ende der Hafenpromenade steht das Kastell von Larnaca. Seine heutige Gestalt erhielt das ursprünglich vermutlich im Mittelalter erbaute Kastell während der osmanischen Herrschaft. Allerdings sind die genauen Ursprünge des Kastells unter Experten umstritten. Nach dem Ende der osmanischen Epoche auf Zypern wurde das Kastell von den Briten zu einem Gefängnis gemacht und in den ersten Jahren ihrer Herrschaft auch als solches genutzt. Die westliche Kammer im Erdgeschoss diente zur Hinrichtung von Gefangenen. Die vermutlich in der Kammer errichteten Galgen waren noch bis 1948 im Einsatz. Nikosia ist seit dem 7. Jahrhundert vor Christus nachgewiesen. Das Prisma von Asarhadon von 673 vor Christus erwähnt einen König Unasagusu von Lydie. Der antike Name war Ledra. Der Titel des Vizegrafen von Nikosia war in venezianischer Zeit auch griechischen Adeligen zugänglich, meist gegen eine Zahlung an die Signoria von Venedig. In den 1930er Jahren wurden die venezianischen Stadtmauern restauriert,
teilweise als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. 1949 wurde das luxuriöse Ledra Palace Hotel eröffnet. Die Stadt gehört völkerrechtlich in ihrer Gesamtheit zur Republik Zypern, die jedoch seit der Besetzung des Norden Zyperns durch türkische Streitkräfte und der Proklamation der türkischen Republik Nordzypern im November 1983 de facto keine Hoheitsrechte über Nordnikosia ausübt. Seither wird die Stadt durch eine grüne Linie geteilt, die von Friedenstruppen der Vereinten Nationen überwacht wird. Das Zyprus-Museum befindet sich vor dem Paphos-Tor am Westrand der Altstadt. Das Museum wurde 1882 gegründet, um die antiken Kunstschätze des Landes zu bewahren. Ein Komitee, angeführt von christlichen und muslimischen Geistlichen, hatte die Gründung gefördert. Der Hintergrund war, dass Zypern zu dieser Zeit archäologisch regelrecht ausgeplündert wurde. Anfangs war das Museum in einigen Verwaltungsgebäuden untergebracht. 1889 wurde ein Neubau in der Victoria Street bezogen. Mit einem 1905 verabschiedeten Gesetz zum Schutz der archäologischen Zeugnisse konnte das Museum Artefakte und Fundstellen wirksamer schützen. Die Exponate belegen die 9000-jährige Kulturgeschichte der Insel Zypern und werden in chronologischer Reihenfolge präsentiert. Schwerpunkte der Sammlungen bilden die Bronzezeit sowie die griechische und römische Antike. Die Gegend um Kyrenia war bereits im Neolithikum besiedelt. Dabei ist Keramik zwischen 5100 und 4500 vor Christus nur durch drei Fundstücke repräsentiert, von denen zwei aus Aios Epiktikos Vrisi bei Kyrenia stammen. Das Schiffswrackmuseum birgt das Schiff von Kyrenia, das 1965 vor der Küste entdeckt wurde. Das Schiff und seine Ausrüstung befindet sich in drei Räumen des Ostflügels der Burg. Die ältesten Reste der Hafenfestung von Kyrenia stammen aus dem 7. Jahrhundert. Im 10. Jahrhundert wurde die Festung von den Byzantinern und zu Beginn des 12. Jahrhunderts von den Kreuzfahrern erweitert. Im Jahr 1373 wurde sie von den Genuesen fast vollständig zerstört. Die Venezianer bauten die Festung im Konflikt mit den Osmanen weiter aus und gaben ihr ihre heutige Gestalt. Die Briten benutzten die Burg als Gefängnis, bevor sie ab 1960 zur Touristenattraktion mit mehreren Museen, darunter das Schiffswrackmuseum, umgestaltet wurde.
Die Ruine der Abtei Bella Pais ist eine gotische Klosterruine in der türkischen Republik Nordzypern. Ein früherer Name war, wegen der weißen Habite der Prämonstratenser auch, Weiße Abtei. Bella Pais wird als eine der schönsten Klosterruinen des Mittelmeerraumes geschildert. Die Abtei wurde um 1198 von aus Jerusalem vor Saladin geflüchteten Augustiner Chorherren gegründet. König Hugo I. aus dem Haus Lusignan beschenkte das Kloster mit Ländereien. Die Abtei nahm nach 1206 die Gebräuche der Prämonstratenser Chorherren an. In dieser Zeit entstand auch die Klosterkirche unter König Hugo III. Im 14. Jahrhundert entstanden die restlichen Gebäude. Der Abt wurde mit einigen Rechten ausgestattet, wie dem Tragen der Bischofsmitra bei Gottesdiensten oder dem Recht, Schwert und goldene Sporen außerhalb des Klosters zu tragen. Das Kloster erwarb in der Folgezeit großen Reichtum. Im 16. Jahrhundert setzte jedoch ein allgemeiner Niedergang der Klosterdisziplin ein. Die eingeleiteten Sanktionen gegen dieses Treiben blieben durch den Osmaneneinfall und die Vertreibung der lateinischen Christen aus. Der großen antiken Stadt wurden bis zum Krieg im Jahr 1974 teilweise ausgegraben. Funde aus Salamis und dem landeinwärts benachbarten Enkomi belegen, dass beide Siedlungen kurze Zeit parallel existierten. Funde aus Salamis sind im naheliegenden Museum des St. Barnabas Klosters ausgestellt. Seit dem 11. Jahrhundert vor Christus hatte Salamis die Führungsrolle unter den zypriotischen Stadtkönigtümern inne. Die zu Beginn relativ kleine Stadt mit einer Nekropole an ihrem westlichen Rand breitete sich seit dem 8. Jahrhundert vor Christus nach drei Seiten aus. Die alte Nekropole wurde überbaut und im Süden eine neue angelegt, die bis zum Kloster des heiligen Barnabas reicht. Handelsbeziehungen zeigen die Einflüsse der Hochkulturen Kleinasiens, des Vorderen Orients und Ägyptens. Im 8. Jahrhundert vor Christus ist verstärkter phönizischer Einfluss erkennbar. David W. Rupp nimmt sogar an, dass diese intensiven Handelsbeziehungen mit der Levante zur Herausbildung des Königtums von Salamis nach vorderasiatischem Muster führten. In einer Inschrift aus den Thermen von Salamis werden Justinian und Theodora als Erneuerer der Stadt gelobt. Zu ihrer Zeit scheinen sowohl die Thermen als auch die Basilika des Epiphanius erneuert und verschönert worden zu sein. In der Antike hieß die Stadt nach der ägyptischen Königin Arsinoe II. Zeitweilig auch Arsinoe. Die griechische Bezeichnung Amochostos bedeutet versteckt im Sand. Aus diesem Namen hat sich im Mittelalter Famagusta entwickelt. Die Fischersiedlung Amochostos
gewann in byzantinischer Zeit an Bedeutung, als die Bewohner der nördlich benachbarten Stadt Constantia nach Überfällen der Araber, mehreren Erdbeben und der Versandung ihres Hafens hierher umsiedelten. Trotz seines günstigen, tiefen Hafens blieb der Ort jedoch auch unter den Byzantinern unbedeutend. Der Aufschwung zur reichsten Stadt des östlichen Mittelmeeres setzte im 13. Jahrhundert ein, nachdem der fränkische Kreuzritter Guido von Lusignan bis 1192 König von Jerusalem im dritten Kreuzzug vom englischen König Richard Löwenherz 1192 die Insel Zypern gekauft hatte. Nach Guidos Tod im Jahre 1194 übernahm dessen älterer Bruder Almerich II. Die Herrschaft. Famagusta wurde katholischer Bischofssitz. Die Stadt galt im Mittelmeer als östlichster Außenposten der römischen Kirche. 1291, nach dem Fall von Akkon, siedelten sich Adlige, Ritter, Kaufleute und Kleriker aus Palästina auf der Insel an. Das alte, denkmalgeschützte Kakopetria liegt zwischen zwei Bächen. Die Straßen sind eng und steil, die Häuser haben Steinfundamente und lehmverputzte Mauern. Sie stammen zumeist aus dem 18. bis zum 19. Jahrhundert und wurden mit staatlicher Unterstützung renoviert. Eine Siedlung gab es an dieser Stelle schon im 6. bis 7. Jahrhundert, wie Ausgrabungen im Jahr 1938 belegten. Von mittelalterlichen Geschichtsschreibern erwähnt, ist der Ort seit der Frankenherrschaft nachgewiesen. Die Ausgrabungen brachten zahlreiche Funde, die unter anderem die Göttin Athene darstellen. Diese Figuren und Statuen sind zumeist aus Terrakotta oder Kalkstein, aber auch Pfeil- und Speerspitzen aus Bronze und Eisen waren zu finden. Diese Funde deuten auf die Frühzeit der Besiedelung von Zypern hin und sind im Archäologischen Museum in Nikosia ausgestellt. Die Kirche des heiligen Nikolaus mit dem Dach befindet sich 5 Kilometer von Kakopetria entfernt im Solea-Tal und gilt als UNESCO-Weltkulturerbe. Die Kreuzkuppelkirche war einst Teil eines Klosterkomplexes. Namensgeber ist ihr hölzernes Satteldach, das die Kirche gegen das regenreiche Klima der Region schützt. Sie ist die einzige noch erhaltene Klosterkirche ihrer Art auf ganz Zypern. Ihre Wände sind vollständig mit Wandmalereien aus dem 11. bis 17. Jahrhundert geschmückt, darunter die wichtigsten noch erhaltenen Fresken der Insel aus dieser Epoche. Sie gilt als eine der interessantesten byzantinischen Kirchen auf Zypern. Das große Makarios-Denkmal wurde im Jahr 2009 von Nikosia zum Kykos-Kloster gebracht. Auf einer 2 Kilometer entfernten Anhöhe
stehen Soldaten als Ehrenwache am Grab von Erzbischof Makarios III., der als Novize mehrere Jahre im Kykos-Kloster verbrachte. Schon zu Lebzeiten ließ er eine Kapelle errichten, in deren Nähe sich sein Grab befindet. In den 1950er Jahren unterstützte das Kloster die Untergrundbewegung EOKA bei ihrem Freiheitskampf. Der Legende nach wurde der Einsiedlermönch Isaias Ende des 11. Jahrhunderts vom Gouverneur Zyperns Manuel Voutoumetes, der bei der Jagd vom Weg abkam, in seiner Einsamkeit gestört. Der Mönch erhielt einen Fußtritt, als er sich weigerte, den Weg zu weisen. Der nach seiner Heimkehr erkrankte Gouverneur bat den Mönch um Verzeihung. Dieser heilte ihn auf Weisung der im Traum erschienenen Gottesmutter, worauf er als Gegenleistung eine vom Evangelisten Lukas gemalte Marienikone des Kaisers von Konstantinopel erhielt. Da die Anlage immer wieder durch Brände und Erdbeben zerstört wurde, stammt die heutige Anlage aus dem 19. und 20. Jahrhundert. In voller Pracht erstrahlen die in den 1990er Jahren geschaffenen Fresken und Mosaike der Klostergänge. Die Ikone der Gottesmutter Maria wurde nach orthodoxer Auffassung vom Evangelisten Lukas zu Lebzeiten der Gottesmutter auf ein Holzbrett gemalt und diente, ob ihrer Authentizität, unzähligen nachfolgenden Bildnissen als Vorbild. Sie ist mit Silber als auch Gold beschlagen und in einem kostbaren Rahmen eingefasst. Im Jahr 1080 war die Ikone ein Geschenk des byzantinischen Kaisers Nikephoros III. Zur Klostergründung. Ganzen Landstrichen, die unter Trockenheit zu leiden hatten, soll die Ikone in vielen Jahren lang ersehnten Regen gebracht haben. Zu besichtigen ist das stets verhüllte Marienbild heutzutage nicht. Das heutige Omodos wurde in der byzantinischen Epoche gegründet. Für die Deutung des Ortsnamens existieren mehrere Versionen. Nach der angenehmsten soll Omodos nach dem griechischen Wort Modos, zu Deutsch nimm und lass dir Zeit, benannt sein. In der Ortsmitte befindet sich die im 19. Jahrhundert neu erbaute Klosterkirche Timius Tabru, zu Deutsch Heiligkreuz. Ihre Gründung geht bis in das 4. Jahrhundert zurück. Den Innenraum dominiert eine prächtige, vergoldete Ikonostase aus dem 18. Jahrhundert. In der Kirche werden der Überlieferung nach ein Splitter vom Kreuz Jesu und eine Schädelreliquie des Apostels Philippus aufbewahrt. Nackt und in vollendeter Schönheit sei sie einer Muschel entstiegen, die der Sturm an Zyperns Gestade getrieben hatte, schwärmten die griechischen Dichter von der göttlichen Aphrodite. Die Göttin der Schönheit und der Liebe wusste, warum sie gerade hier an Land ging.